Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Neurale Netze sind ein leistungsfähiges Werkzeug, das viele Möglichkeiten zur Lösung komplexer Probleme in vielen Branchen bietet. Der Einsatz neuraler Netze kann die Effizienz und Genauigkeit der Entscheidungsfindung erheblich verbessern, was zu einer höheren Produktivität und geringeren Kosten führen kann. Darüber hinaus sind diese Technologien äußerst flexibel und können daher in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden. Künstliche Intelligenz erledigt superschwere Aufgaben in wenigen Minuten, während Menschen viel länger dafür brauchen. Heute werde ich am Beispiel von Midjourney zeigen, wozu künstliche Intelligenz in der Lage ist. Aber zuerst wollen wir lernen, was es ist und wie es funktioniert. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Was ist Midjourney und wie kann ich es finden? Um zu beginnen, öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie Midjourney in die Suchleiste ein und klicken Sie auf den ersten Link in den Suchergebnis. Sie werden dann zu Midjourney.com weitergeleitet. Wie Sie sehen können, hat die Seite eine recht einfache Oberfläche, nichts Aufgefallenes. Um loszulegen, müssen Sie auf die Schaltfläche Join the Beta klicken, woraufhin das folgende Fenster erscheint. Wir werden eine kurze Registrierung durchführen und Discord wird geöffnet. Auf dem Bildschirm können Sie sehen, welche Bilder andere Nutzer in Echtzeit generieren. Wählen Sie einen Raum aus dem Menü aus der linken Seite Newbies. Die Räume Newbies können zufällig nummeriert werden. Jeder neue Benutzer hat eine andere Nummer. Gehen Sie zu einem der Räume Newbies und geben Sie den Befehl Imagine ein. Der Befehl Imagine generiert ein einzigartiges Bild aus einer kurzen oder langen Textbeschreibung. Schauen wir uns für den Anfang eine einfache Anwendung an. Schreiben wir. Midjourney hat an uns 4 Variationen erstellt. Wir können diejenige auswählen, die uns am besten gefällt. Aber das Bild ist nicht so perfekt, wie wir es brauchen. Deshalb werden wir die Iterator Prompt-Einstellungen verwenden. Was sind Prompts in Midjourney und wie kann ich sie benutzen? Ein Prompt ist ein Hinweis, der verwendet wird, um das Bild zu generieren. Um ein qualitativ hochwertiges Bild zu erhalten, müssen Sie so gut wie möglich beschreiben, was Sie sehen wollen. Prompts können sehr einfach sein. Ein einziges Wort oder sogar ein Emoji genügt, um ein Bild zu erzeugen. Sehr kurze Tooltips hängen weitergehend von Standardstil von Midjourney ab. Für einen einzigartigen Look ist ein Tooltip mit einer detaillierten Beschreibung vorzuziehen. Allerdings sind extra lange Tooltips nicht immer besser. Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Konzepte, die Sie erstellen wollen. Der Midjourney-Bot versteht die Grammatik, die Satzstruktur und die Wörter nicht so wie ein Mensch. Auch die Wortwahl ist wichtig. Spezifische Synonyme funktionieren in vielen Fällen besser.
versuchen Sie anstelle von groß, gigantisch oder enorm. Entfernen Sie Wörter, wenn es möglich ist. Wenige Wörter bedeutet, dass jedes Wort eine stärkere Wirkung hat. Benutzen Sie Kommas, Klammern und Widerstriche, um Ihre Gedanken zu ordnen. Aber denken Sie daran, dass Midjourney Bot nicht in der Lage ist, sie zuverlässig zu interpretieren. Auch die Verwendung von Großbuchstaben wird von Midjourney Bot nicht berücksichtigt. Überlegen Sie, welche Details wichtig sind. Alles, was nicht gesagt wurde, könnte Sie überraschen. Seien Sie so spezifisch oder vage, wie Sie wollen, aber alles, was Sie weglassen, wird zufällig ausgewählt. Vage zu sein ist ein guter Weg, um Abwechslung zu bekommen, aber es kann sein, dass Sie nicht die spezifischen Details bekommen, die Sie brauchen. Versuchen Sie, die für Sie wichtigen Zusammenhänge und Details deutlich herauszustellen. Versuchen wir es also. Schreiben wir unseren Befehl so detailliert wie möglich. Unsere Anfrage wartet darauf, gestartet zu werden. Wie wir sehen können, hat die Erstellung unseres Bildes begonnen. Midjourney hat uns 4 Varianten erstellt. Wir können diejenigen auswählen, die uns am besten gefällt. Wählen Sie die beste aus und genießen Sie das Ergebnis. Die Basisanfrage-Prompt kann ein einzelnes Wort, eine Phrase oder ein Emoji sein. Wortgeschnittene Prompts können eine oder mehrere Bildwords, mehrere Textphasen und einen oder mehrere Parameter enthalten. Bildwords können zu einer Eingebausforderung hinzugefügt werden, um den Stil und Inhalt des Ergebnisses zu beeinflussen. Bildwords werden immer am Anfang des Prompts platziert. Prompttext, eine Textbeschreibung des Bildes, die Sie erstellen möchten. Gut formulierte Eingabeaufforderungen helfen Ihnen beim Drucken der Bilder zu erstellen. Parameter ändern die Art und Weise, wie ein Bild erstellt wird. Parameter können Optionen, Muster, Zoom-Anwendungen und vieles mehr ändern. Parameter finden Sie am Ende eines Tutorials. Stile von Prompt. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass die in Midjourney erstellten Bilder oft einen bestimmten Stil haben. Graffiti, Pixelierung, Bilder im Stil bestimmter Jahre. Dieser Effekt wird mit Hilfe von speziellen Stilvorgaben erreicht. Schließlich ist eine der besten Möglichkeiten, ein stilvolles Bild zu schaffen, die künstlerische Umgebung zu definieren. Genauere Worte und Sätze helfen Ihnen, ein Bild mit dem richtigen Aussehen und Gefühl zu schaffen. Verschiedene Epochen haben unterschiedliche visuelle Stile. Verwenden Sie Gefühlsnamen, um Ihren Spielfiguren Persönlichkeit zu verleihen. Vollständige Farbpalette. Eine weitere Komponente von Prompt sind die Bildoptionen, das heißt Optionen, die der Eingabeaufforderung hinzugefügt werden und die Art und Weise, wie das Bild erstellt wird, verändern. Die Optionen können das Seitenverhältnis des Bildes ändern, zwischen Versionen des Midjourney-Modells wechseln, den verwendeten Upscaler ändern und vieles mehr. Alles ist auf dieser Seite detailliert beschrieben, sodass ich empfehle, es einmal auszuprobieren. Ich möchte auch auf die Midjourney-Befehle eingehen.
Es gibt eine vollständige Beschreibung dieser Befehle aus der angegebenen Seite. Normalerweise wird, wie ich bereits sagte, der Befehl im Engine verwendet, um ein neues Bild zu erstellen. Aber es ist auch möglich, Bilder nicht von Grund auf neu zu erstellen, sondern aus mehreren vorhandenen Bildern. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn Sie ein vorhandenes Bild vereinfachen oder eine Stelle mehrerer Bilder zusammenführen wollen. Das können Sie mit dem Befehl Blend tun. Blend. Mit diesem Befehl können Sie schnell 2 oder 5 Bilder hochladen und dann die Konzepte und die Ästhetik der einzelnen Bilder untersuchen und sie zu einem neuen Bild kombinieren. Nachdem Sie den Befehl Blend angegeben haben, werden Sie aufgefordert, 2 Bilder hochzuladen. Ziehen Sie ein Bild von Ihrer Festplatte oder fügen Sie ein Bild aus Ihrer Fotobibliothek über Ihr Mobilgerät hinzu. Um weitere Bilder hinzufügen, wählen Sie das Feld Optional, Options und wählen Sie Image 3, Image 4 oder Image 5. Die Ausführung des Befehls kann länger dauern als die der anderen Befehle, da Ihre Bilder hochgeladen werden müssen, bevor Midjourney Bot Ihre Anfrage bearbeiten kann. Gemischte Bilder haben ein Standardseitenverhältnis von 1x1, aber Sie können das optionale Dimensionsfeld benutzen und zwischen quadratischem Seitenverhältnis 1x1, Hochformat 2x3 oder Querformat 3x2 zu wählen. Spezielle Suffixe werden an das Ende von Blend-Befehlen angehängt, wie auch an alle anderen Image-Befehle. Es gibt noch andere Befehle in Midjourney, wie zum Beispiel der Ask-Befehl holt eine Antwort auf Fragen ein. Der Help-Befehl zeigt nützliche grundlegende Informationen und Tipps über Midjourney Bot. Der Infobefehl sagt dir, wie viel Zeit du noch hast, um Bilder zu erstellen. Der Setting-Befehl, um den Midjourney-Bot einzurichten. Wenn Sie Schwierigkeiten haben oder keine Lust dazu haben, können Sie Midjourney's Image Maker Service nutzen, um Ihre eigenen Prompts zu erstellen. Es gibt eine Menge davon und sie sind unterschiedlich. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Das erste ist ein schneller Weg, um Ihre Prompts zu erstellen, der Midjourney Prompts Helfer. Um ihn zu benutzen, folgen Sie dem Link in der Videobeschreibung. Wie Sie sehen können, ist das Design so einfach und zusätzlich wie möglich, mit vorbereitenden Stilen, Lichteinstellungen, Kameraansichten, Farbpaletten und so weiter. Wir wählen die notwendigen Einstellungen und kopieren das Muster. Wir gehen dann zu Midjourney, fügen das Muster ein und drücken Enter. Wir warten, bis das Bild generiert wird und wählen eine von 4 Optionen. Der nächste in unserer Warteschlange ist der Midjourney Prompts Generator. Wie Sie sehen können, hat dieser Dienst eine andere Schnittstelle, aber die Idee ist fast die gleiche. Dieselben Einstellungen und dasselbe Funktionenprinzip. Der Link befindet sich in der Videobeschreibung. Nun zu dem, was ich für den bequemsten Assistenten halte. Eine Erweiterung, die Ihnen helfen wird, eine detaillierte Eingabeaufforderung zu erstellen. Es ist eine Erweiterung für ChatGPT namens IPRM für ChatGPT.
Sie können sie über die Google Chrome Erweiterungen installieren. Nachdem Sie sie installiert haben, öffnen Sie ChatGPT und stellen Sie sicher, dass die Erweiterung funktioniert. Wählen Sie die Spalte Midjourney Prompt Generator und wählen Sie unten Output English. Schreiben Sie unsere alte Abfrage, die wir gemacht haben, Computer on the Table. Und sehen Sie, wie das neuronale Netzwerk und ein paar Prompt-Varianten schreibt. Wir wählen eine von Ihnen aus, fügen sie in Midjourney ein. Das Bild wird generiert und wir sehen, wie viel besser das Ergebnis ist. Ich hoffe, unser Video hat Ihnen geholfen zu verstehen, wie man Midjourney richtig einsetzt und genau das Bild erzeugt, das Sie brauchen. Es ist nichts Kompliziertes dabei. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.